Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du eine Stichsäge sicher und gut einsetzen kannst. Stichsägen gibt es in zwei Bauformen. Das hier ist die sogenannte Bügelform, weil man hier so einen Griffbügel hat. Diese Bauform ist eher bei einfachen Heimwerkermaschinen verbreitet. Die zweite Bauform ist hier diese sogenannte Stabform. Hier greife ich um diesen stabförmigen Korpus der Maschine, wo in der Regel auch der Motor drin ist. Diese Maschine ist eher verbreitet bei hochwertigeren und Profimaschinen. Sie sind etwas leichter zu kontrollieren, weil man näher am Werkstück greift, also nicht so weit weg, dann kippelt es nicht so leicht. Gleichzeitig hat man hier vorne nochmal so einen Knubbel, um auch hier gut greifen zu können. Die Maschinen sind oftmals aber etwas schwerer, weil die höhere Qualität meistens eben auch schwerere Bauteile, mehr Metall anstatt Plastik und so weiter beinhaltet. An so einer Stichsäge sind nicht allzu viele Bedienelemente. Das ist ein relativ einfaches Werkzeug, mit dem man eben handgeführt sägen kann. Typischerweise hat man hier so einen Ausschalter. Bei dieser Maschine gibt es hier noch eine Regelung für die Geschwindigkeit der Stichsäge. Das haben wir bei dieser hier zum Beispiel nicht. Wir haben hier unten noch einen Schalter, mit dem kann man ein Gebläse einschalten, das dann also hier Luft rauspustet, um die Späne wegzupusten, sodass ich immer eine gute Sicht auf den Strich habe, an dem ich entlang sägen will. Hier gibt es noch einen Knopf, mit dem man den einen Ausschalter sichern kann, aber allzu viel sonst ist nicht vorhanden. Eine Funktion gibt es bei vielen Stichsägen noch, das ist dieser Hebel hier. Das ist der sogenannte Pendelhub. Was bedeutet Pendelhub? Ohne Pendelhub bewegt sich das Sägeblatt einfach hoch und runter. Das funktioniert völlig problemlos. Ich schiebe die Säge vorwärts und sie greift ins Holz. Der Pendelhub macht jetzt eben eine pendelnd hebende Bewegung. Das heißt, das Sägeblatt macht eine Bewegung nach unten und nach vorne und dann wieder nach oben. Greift also so vorwärts ins Holz hinein, sodass der Vorschub etwas leichter ist. In der Regel kann ich den Pendelhub ein- und ausschalten und sogar mehrstufig regulieren. So wäre er jetzt an dieser Maschine ausgeschaltet. Und wenn ich nach ganz vorne setze, ist der Pendelhub am stärksten. So bekomme ich eher schnelle, grobe Schnitte. Und wenn ich aber ganz fein und zum Beispiel auch Kurvenschnitte machen möchte, dann sollte ich ihn ausschalten, weil sonst die Schnitte eher ungenau werden. Bei manchen Stichsägen kann ich noch hier diesen Sägetisch im Winkel verstellen. Dann gibt es typischerweise hier oder hier eine Schraube, die ich lösen kann, sodass ich dann hier diesen Tisch neigen kann, wenn ich schräge Schnitte machen möchte. Schauen wir uns hier mal zwei Sägeblätter genauer an. Typisch ist hier diese obere Form mit diesen zwei kleinen Zapfen. Mit diesen Zapfen wird das Sägeblatt nachher in der Säge festgehalten und dann schauen die Zähne normalerweise nach oben. Also das heißt, hier wäre das Blatt in der Säge drin und dann taucht es eben in das Werkstück ein, das zum Beispiel so hier drin liegen würde. Das heißt, die Sägezähne schauen nach oben und ziehen also das Holzmaterial nach oben raus. Das ist sehr wichtig zu erkennen, denn das bedeutet, dass die Unterseite des Schnittes, wo also die Säge unten raustaucht, die Unterseite des Werkstücks wird einen eher sauberen Schnitt haben und oben reißen diese Zähne Holzfasern mit nach oben raus, sodass die Oberseite des Schnittes eher nicht so sauber und eher fransig sein wird. Das kann man ein bisschen reduzieren, indem man zum Beispiel hier so ein deutlich feineres Sägeblatt verwendet. Kleinere Zähne bedeuten, dass man weniger Material rausbekommt, dass aber eben auch der Ausriss kleiner ist. Das heißt, hiermit könnte ich etwas sauberer sägen. Außerdem sieht man, dass dieses Sägeblatt ein kleines bisschen schmaler ist als dieses. Beide sind aber insgesamt relativ schmal, also zum Beispiel auch für Kurvenschnitte geeignet. Breitere Sägeblätter machen es leichter, gerade auszusägen und damit sind dann aber eben Kurven eher schwierig. Wie wechsle ich nun das Sägeblatt? Bei den meisten heutigen Stichsägen geht das ohne Werkzeug. Da gibt es also irgendeinen Mechanismus, den man von Hand betätigen kann, um das Sägeblatt zu lösen und dann wieder neu einzusetzen. Wenn ich eine Akkumaschine habe wie hier, dann ist erstmal wichtig, dass ich den Akku entferne, bevor ich das Sägeblatt rausnehme. Warum ist das wichtig? Wenn der Akku drin ist, kann ich die Säge versehentlich einschalten. Wenn kein Akku drin ist, hat sie keinen Strom und kann auch nicht aus Versehen anlaufen. Bei dieser Maschine ist jetzt hier vorne so ein kleiner Bügel, den ich einmal mit dem Finger aufdrehe. Dann ist das Sägeblatt lose und ich kann es entnehmen. Um es wieder einzusetzen, drücke ich es rein und achte darauf, dass es hier in diesem
Rollrad richtig drin liegt. Dieses Rad stabilisiert das Sägeblatt bei seiner Hoch- und Runterbewegung. Und das Eindrücken des Sägeblatts hat jetzt automatisch diesen Bügel geschlossen. Ich ziehe jetzt einmal hier zum Testen, dass es wirklich fest sitzt. Und somit habe ich das Sägeblatt gewechselt. Schauen wir uns das mal bei dieser anderen Maschine an. Die hat einen Stecker, den habe ich natürlich aus der Steckdose gezogen, damit sie auch stromlos ist. Hier habe ich jetzt einen anderen Mechanismus. Es gibt hier diesen roten Bügel, den ich nach oben drücke. Dann kann ich das Sägeblatt entnehmen. Und um es wieder einzusetzen, drücke ich wieder hier nach oben. Achte darauf, dass das Sägeblatt wieder hier korrekt sitzt. Und ziehe einmal zur Kontrolle, damit ich sicher bin, dass es wirklich nicht mehr rausrutschen kann. Wie genau das bei deiner Säge funktioniert, musst du einfach einmal mit der Bedienungsanleitung rausfinden. Wie benutze ich nun die Säge? Zunächst mal ist es wichtig, dass ich mein Werkstück hier gesichert habe. Ich habe jetzt hier zwei Schnellspannzwingen und habe hier dieses Brett an meiner Werkbank befestigt. Wie man genau Werkstücke festspannt, habe ich in einem anderen Video erklärt. Das verlinke ich dir in der Ecke. Wichtig ist natürlich, dass hier frei ist, denn mein Sägeblatt taucht ja unten aus dem Werkstück aus. Ich sollte also schauen, dass ich nicht damit in die Werkbank oder den Tisch säge. Dann schaue ich mir die Säge an. Wichtig ist, dass ich sicher in der Bedienung des Ein-Aus-Knopfes bin. Denn es kann immer mal passieren, dass das Sägeblatt sich verkantet. Dann muss ich zügig ausschalten können und warten, bis das Sägeblatt steht. Das heißt, ich muss schauen, dass eine Hand so ist, dass ein Finger oder zwei Finger, je nachdem bei der Bauform, immer in der Nähe des Ein-Ausschalters sind. Bei der Bügelform muss ich typischerweise ohnehin die ganze Zeit auf den Knopf drücken. Bei der Stabform hier rastet der Knopf oft ein. Der ist aber hier so angebracht, dass mein Daumen immer in der Nähe ist. Um dann zu sägen, lege ich die Säge auf das Werkstück auf und während sie noch nicht läuft. Wichtig ist, dass das Sägeblatt noch nicht am Holz dran ist. Denn wenn ich sie einschalte, während die Sägezähne schon ins Holz greifen, kann es einen Schlag geben, weil dann plötzlich diese Bewegung beginnt. Das heißt, ich schalte die Säge gleich ein mit etwas Abstand zum Holz, greife mit einer Hand hier links an den Korpus und die zweite Hand umgreift den zweiten Handgriff der Säge. Wenn ich Rechtshänder bin, ist das hier typischerweise meine rechte Hand und das hier meine linke Hand. Dann beuge ich mich über die Säge, sodass ich gut das Sägeblatt sehe, denn normalerweise säge ich an einem Strich entlang. Wichtig ist dann, dass der Werktisch, der Sägetisch, immer schön auf dem Werkstück aufliegt, dass ich ihn vorne runterdrücke, sodass ein guter Kontakt zwischen der Oberfläche und der Säge stattfindet. Ich zeige nun das mal, dann wird es jetzt etwas lauter und ich kann natürlich nebenher nicht sprechen. So, man hat jetzt gesehen, dass ich hier langsam kurvig gefahren bin. Wichtig ist, wenn ich kurvige Schnitte mache, dass ich wirklich ganz langsam fahre, denn sonst komme ich ganz leicht vom Strich ab. Man hat jetzt auch gesehen, dass wenn ich in irgendeiner Form nicht sicher bin oder vom Strich wegkomme oder was auch immer, kann ich problemlos die Säge mitten im Werkstück einfach ausschalten. Das macht also gar nichts. Ich kann sie jetzt gleich auch hier wieder einschalten. Lieber einmal ausschalten und kurz warten, als dann das Werkstück ruinieren, weil man einfach weiter drücken wollte sozusagen und dann vielleicht einfach den Strich nicht erwischt hat und somit sein Werkstück vielleicht kaputt gesägt hat. Ich säge jetzt also mal weiter, bis dieses Teil hier komplett abgesägt ist. Was ich auf keinen Fall machen darf, ist mit dem laufenden Sägeblatt so aus dem Werkstück rausgehen. Denn das wird ziemlich sicher zu einer Verkantung oder vielleicht sogar einem Schlag führen. Das heißt, immer wenn ich mit dem Sägen irgendwie aufhören möchte, schalte ich zuerst aus und warte, bis das Sägeblatt steht. Hier sieht man nun also auch den Unterschied in der Schnittqualität. Dieses erste Bild zeigt die Oberseite des Schnittes, wo das Sägeblatt also ausgetreten ist. Und das zweite Bild zeigt die Unterseite des Schnittes, wo also die Zähne ziehend in das Werkstück eingedrungen sind. Und damit sieht man, dass es eben deutlich sauberer auf der Unterseite ist.
Es kann vorkommen, dass ich auf der Oberseite einen sauberen Schnitt brauche. Dann kann ich mit etwas Übung auch von unten sägen. Das geht mit einem Stabgerät sehr viel leichter als mit einem Bügelgerät. Und jetzt zeige ich einmal, wie das ginge. Allerdings sollte man das wirklich nur machen, wenn man schon einige Übungen beim Sägen mit der Stichsäge hat. Für Anfänger ist das ziemlich schwierig. So sieht man nun also, habe ich die Säge von unten geführt. Jetzt ist diese Seite nicht so sauber und dafür habe ich auf der Oberseite die saubere Schnittkante. Wenn du eine Stichsäge mit Kabel verwendest, ist es noch wichtig, dass du darauf achtest, wo dieses Kabel eingesteckt ist. Es kann nämlich leicht passieren, dass beim Sägen das Kabel irgendwie hier so unten drunter durchgeht und man dann möglicherweise mit der Säge ins Kabel sägt. Das sollte natürlich absolut vermieden werden. Deswegen achte darauf, das Kabel so einzustecken, dass es nicht in der Nähe des Werkstücks vorbeigeht. Die Stichsäge ist ein sehr vielseitiges und relativ leicht zu verwendendes Elektrowerkzeug. Ich hoffe, du konntest jetzt hiermit sehen, dass du das auch hinkriegst. Beachte allerdings die Sicherheitshinweise, spanne deine Werkstücke immer gut fest. Nur mit sehr viel Übung kann es manchmal auch okay sein, ein Werkstück mit einer Hand festzuhalten und mit der anderen zu sägen. Das sollte man aber erst tun, wenn man wirklich sehr viel Übung mit der Stichsäge hat. Ansonsten ist es immer hilfreich und sinnvoll, das Werkstück mit Zwingen irgendwo festzuspannen. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Projekten und bis zum nächsten Mal.